So, wir sind natürlich weiterhin dabei hier Let's Play Horizon Zero Dawn Folge 9 dieses Mal. Wir haben oder wir machen uns auf den Weg Dieser blinde natürlich Sturm hört einfach nicht auf. zur nächsten Quest auf. Na? Und die letzte Folge war ja, dass wir die kleinen Muftis, nenne ich sie jetzt mal, oder wir haben jetzt herausgefunden, wer und was da mehr oder weniger hinter steckt. Ja. Wir haben uns hier natürlich auch wieder einen Mount gezähmt, ja. Um hier jetzt okay. Die haben hier anscheinend gar keinen Bock drauf, was hier abgeht. Aber das soll mir ehrlich gesagt aber auch absolut recht sein. Ich will eigentlich nur das Lagerfeuer hier, weil das ein Schnellreisepunkt für mich wieder ist. So, zap. Wir haben nichts für dich. Zieh ab, los. Ja, mach mal ruhig hier. Ich will nur den Schnellreisepunkt haben, also Ruhe da. Zap. So, da unten ist auch wieder mein Dann mal Gefährt. Zap. Dann, Kollege, mach mal hinne, ja. So, Ja. Ist zwar ein bisschen clunky, aber es geht. Sehr schön. So. So, zap. Verdammt, ich wurde entdeckt. Ja. So, zap. Entdeckt hier. Entdeckt, entmeckt. Was bist du? Zap. Das ist absolut egal, dass wir entdeckt worden sind. Wir haben ein Mount. Und das ist das A und O. Ja. So. Gleich sollten wir auch dann bei unserem Quest-Dude angelangt sein. Und ich sag euch so, wie es ist. Das Mount, es lässt sich so massivst bescheiden steuern. Das ist echt, also. Ja, also. Nee, also. Also. Ja, nee, also. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ich habe auf Wer jeden hätte Fall das schon gedacht? mal Wer hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem Rücken gemalt? bessere. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr? So weit vom Noraland entfernt. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende. The fuck? What happened? Hallo? Hello? Ich will wissen, was hier passiert ist. Bin ich jetzt geportet worden? Oder was? Oder wie? Oder wo? Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Eieieiei. So. Eigentlich könnte ich ja jetzt sagen, ich gehe mir jetzt einen Kaffee machen. Weil. Voller Ah. Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Dankeschön, mein Freund. Sehr freundlich von dir. Plündere das aus. Und woher weiß er das alles? Elisabeth Sobeck hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Langbein, schwach gegen Elektro, okay. Zumindest sah das stark danach aus, dass die anfällig für Elektroschaden sind. Den Rest, den laufen wir auf jeden Fall so zu Fuß jetzt. Weil, ja, hier durchs Gelände könnt ihr wahrscheinlich schon verstehen mit der wundervollen, beknackten Steuerung des Mounts, dass das nicht ganz so pralle ist. Ah, so. Reibt ein bisschen. Ach, hör auf zu jammern, ey, lol. Schnee. Genau da, wo er gesagt hat. Ja. Zap. Eisspule, okay. Seilwerfer, okay. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst.
Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte. Oh, verdammt. Richtig, verdammt. Herstellen. Dann gehen wir doch einmal hier auf unsere Waffen. Seilwerfer. Hier haben wir Kaja. Was können wir hier noch reinmachen? Da ist Schock mit bei. Packen wir das doch einfach mal mit rein. So, zapp. Dann haben wir hier unseren Bogen. Plus 28 Schaden. Nehmen wir immer dankend mit. Ansonsten Munition. Können wir auch nichts mehr machen. So, haben wir hier irgendwas? Nein. Hier, können wir hier irgendwas abändern? Ah, was ist denn das eigentlich hier für ein 11% Tarnung? Das ist erstmal, denke ich mal, egal. Ah, Schock- und Fernkampfangriffsschutz. Schock- und Fernkampf, was ist das? Oder beziehungsweise habe ich denn da drinne? Fernkampfschutz ist, glaube ich, ganz geil. Und Feuer. Nehmen wir das doch mal so. Zap, Fernkampf. Das heißt, wir haben jetzt dann insgesamt 21% Fernkampfschutz, 24% davon. Sehr schön. So. Gewebe Schockschutz. Genau, das haben wir bekommen. So, nee, haben wir entfernt, okay, never mind. So. Hier sind wir auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, Eis wäre hier, glaube ich. Verdorbene Wächter als Wachposten. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Richtig, ja. So, zapp. Ab. So, der ist auf jeden Fall hinüber. Sehr schön. So. Komm. Eclipse, wie er gesagt hat. So. Wupp. So. Da hinten ist noch mal einer. Aber irgendwie muss ich da hinten hin. Das heißt, wir gucken, ob wir hier irgendwie außenrum. Diese Ruinen. Was haben zu mir, Brüder! Fuck. Zap. 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 So, da habe ich auf jeden Fall schon wieder massiv reingefailt. Ah. Zap. Ab. So, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie ein bisschen was angebracht kriegen. Fuck. Eigentlich bin ich gedodged, Kollege, aber ja. So, zap. Alter. Der hüpft hier rum, als ob das James Bond wäre. Alter. So, zap. Fahr Rektor endlich. Oh, Scheißviech. So, zap. Komm her. Zap. Jawohl, verreck. So, zap. Geht doch. So. Ja, komm. Zap, sehr schön. Du bist auch tot. Jetzt nur noch du da. Du da. Im Radio. Zap. Wie war das nochmal? Wir wollen hier nicht auffallen. Ja, naja. Mit ihnen an unserer Seite wird Meridian wieder uns gehören. Ah ja, meinst du? Zap. Hopp, dann gehen wir halt jetzt in den Nahkampf. Ist auch in Ordnung. Zap. Hopp.
Meinst du? Glaube ich nicht. Zap, Bob. Zap, tschüss. Sonst noch jemand fragen? Nein? Gut. Zap. Wupp. Hey, du da. Im Radio. So, zap. So. Wir warten einfach mal hier lang. Und das hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was ich nicht hören möchte. Weil das ist viel zu groß. Alte Trümmer, altes Gefäß. Spezial. Sehr schön. 3 von 12. Nice. Let's go. Noch eine Explosion. Das hört sich nach allem an, aber nicht nach dem, was ich hören möchte, meine Freunde. Ah, sage ich euch immer noch. Ah. Sage ich euch so, wie es ist. Darauf habe ich keine Lust. Ja, Aloy? Meine Kleine, das sieht nicht gut aus. Schwäche? Okay. Todbringer, okay. Kultisten, Scharfschützen. Repetierkanonenschütze. Okay. Zap. Das ist dann das. So, zap. Zap. Zap, zap. Davon habe ich immer noch nichts dabei. Das ist auch alles noch in Ordnung. Zap. Aber am besten müsste ich erstmal den da hinten irgendwie ausschalten. So. Hier sind, ehrlich gesagt, ganz schön viele Leute. Vorratskiste. Ich habe, ehrlich gesagt, keinen blassen Schimmer, wie ich das hier veranstalten soll. Zap. So, der ist schon mal hinüber, das ist schon mal sehr töfter, so. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Ja. Jetzt müsstest du dich nur noch bewegen, Aloy. Dankeschön. Zap. Oh, zap. Nein. Au. Ja, alles gut, Kollege, alles gut. Hallo. Ja, ey. Kollege. Also, wir haben ja um vieles gewettet, ne? Aber, eieiei. So, zap. Wupp, zap. Du hast 3 Gegner mit einem Schlag erledigt, jawohl. Zap. Zap. So, zap. 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 So, da. Die Maschine ist schon mal hinüber. Das ist doch schon mal Töfte. So, zap. Zap. Du bist auch hinüber. Das ist auch schon mal Töfte. So, zap. So, zap. Komm her. Wo bist du? Okay. So, zap. Alles kein Problem. Zap. Dann rennen wir halt einfach mal drauf. Guck mal. Alter Verwalter. Der hatte guten Loot dabei. Schnüffelt hier immer noch rum. Zap. So. Geschafft. Jawohl. Wir haben es in sich. Ja. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Ja.
Das machen wir. Ey Leute, das machen wir. Aber bevor wir das machen, erstmal looten. Erst einmal looten. Zap. Wupp. Zap. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Ei, hey. Das ist auf jeden Fall. Ja. Was zur Hölle war das? Das frage ich mich auch, Aloy. Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Ja. Ja. So. Identity-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Okay. Interesting. Interesting. Sehr interessant. So. Fahrt Automated Solution. Aha. Dr. Solberg, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Ja. Wie komme ich jetzt weiter? Hallo? Irgendwie muss hier doch einen Weg nach oben geben. Würde ich jetzt mal so ganz stumpf schätzen. Irgendwie muss man ja hier hochkommen. Nur wie? Wie komme ich jetzt nach da oben? Das sind immer so die Fragen. Vielleicht mit dem Seilwerfer? Warte mal. Das ist Rassler-Kriegsbogen. Seilwerfer. Stolperfalle. Vielleicht so. Aha. Irgendwie, keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es scheint richtig zu sein. So, zap. Irgendwas sollte ich da eigentlich klicken und ich habe es nicht geklickt. Erstmal natürlich erkunden hier, ob hier irgendwie doch mal was ist, was vielleicht doch noch interessant sein könnte. What's up? Hallo? Liegt hier irgendwas? So. Warte mal, da war doch was. Aha, oder? Ich hab doch hier gerade so ein Pew gehört. Als ob hier was wäre. Also ich hätte scannen können. What's up? Hier zum Beispiel. Aha. Vorratskiste. Da.
Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben. Also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut, wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Oder zumindest eine Statue davon. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Hashimo-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Willkommen bei Unmögliche. Es war Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Jo. Hört sich nicht so prall an, das ist richtig, Aloy. Das hast du richtig erkannt. Hier irgendwas, was man scannen kann, da ist nochmal was zum Scannen. Zap. So, die können wir uns später mal anhören. Ah, so. Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Feral Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Aber ich sollte durchpassen. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffen. Aloy, alles gut? Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Ja, das hast du richtig erkannt. Wow. Um wieder hochzukommen. Hier geht's nach unten, oder? Nee. Zap. Was kann ich als Rampe benutzen? Ah, das da. Also war es unabdingbar, dass wir hier runterfallen. Na dann. So, zap. Na dann. Hüpfen wir hier wieder ran. Zap. Und fallen wieder runter. Let's go. Aloy? Also. Ja, ne? Du musst halt auch ein bisschen dein Gleichgewicht wahren, meine Beste. Ja? So, und wie geht's jetzt weiter? Hier lang oder was? Würde ich jetzt mal schätzen. Ah, da lang. Jawohl. So, zap. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder was zum Looten. Absolut kein Platz dafür. Eh, kein Platz dafür. So, dafür, ja. Verständlich. Absolut verständlich. Ja. So, zap. Wir müssen aber irgendwie immer noch weiter hoch. Zap, zap. So, zap. Wie kommen wir hier jetzt weiter hoch? So, zap. Gibt es hier irgendwas, was ich kaputt schießen kann? Irgendwas. Ich muss dahin. So. Fragen über Fragen. Holographisches Standardprojektionsgerät eingebaut in ein promptes Platin-Ding, okay. So, warte mal. Kann ich irgendwie mich rüberhangeln? Oder hier hin. Aber wie soll das funktionieren? Na? Ja, check ich nicht so ganz. Also das mit dem Seilwerfer verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. So, zap. Heilen wir uns auf jeden Fall noch einmal voll. Schock. Bam, bam.
Vielleicht muss ich ja irgendwas runterschießen, keine Ahnung. Nee. Kann ich irgendwie hier seitlich dran springen? Aha. Nein. Zurück, Aloy. Zurück. Runter mit dir. Du sollst runter, Madame. What's up? Aha. Wage da. Der Gedanke hier lang doch nicht ganz so falsch. Zap. Habe ich es mir doch schon fast gedacht. So, zap. Ah, so. Ah, da geht's auf jeden Fall was hoch. So. Gibt es hier irgendwas? Hier gibt es nichts. Gibt es hier was? Hier gibt es was. Ja, so, zap. Jawohl. Zap. So. Zap. Sehr schön, das haben wir auch eingesagt. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. Hier waren wir auch schon. So. Haben wir hier noch irgendwas? Aloy, mach die Augen auf. Aloy, mach die Augen auf. Ah, warte mal, da war irgendwas zum Aktivieren. Ob das gut ist? Ich weiß ja nicht. Der FSP-5 Kopesh ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Wa- Ja, ja, schön. Oh, heißt, wir müssen hier hoch. Oder was davon übrig ist. Ja, irgendwie so. Zap. Aber ey Leute, du bist so sportlich. Du packst das schon. So, zap. Das wird ein weiter Weg nach oben. Oh ja. Überall gefrorenes Metall. Tee. Das Rubik macht es mir nicht leicht. Nicht wirklich, nee. Sich hier oben festhalten können. Ich es wohl auch schaffen. Richtig. So, zap. Komm, Aloy. Du packst das. Wollen wir noch weiter hoch? Ja, komm, wir gehen noch weiter hoch. Ab hier. Gar nicht groß fackeln hier. Zap. Hopp, komm. Zap. Da fahren wir runter. Und du wolltest einfach keine 2,50 Meter weit springen. Ist... absolut in Ordnung, Aloy. Kein Problem. Kann ich absolut nachvollziehen. Wenn man schon hier so 10 Kilometer in die Lüfte klettert, hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Wie geht's jetzt weiter? Zap. Aha. So. Aber man muss sagen, so generell so Ausblick und so, kann man schon mal machen. Sieht schon mal ganz nett aus. Auch wenn wir halt die Grafik jetzt massiv nach unten gedreht haben, weil die Lags, ich will es euch halt wirklich nicht antun, aber ich kann da halt, wie gesagt, einfach nichts dran unternehmen und so. Ganz schön kalt hier draußen. Und solange ich halt nicht weiß, an was das halt liegt, können wir die Grafik leider nur in einem gewissen Maß bestaunen. So, zapp. Und hopp. Und hopp. Komm. Ah, ey Leute. Dahin. Jawohl. Dahin. Und hoch. Ich will nach ganz nach oben. Ja. Wupp. Wupp. Und wupp. So. So, sehr schön. Guck mal, wie sportlich Aloy ist. Also. Da kann manch einer von uns hier heutzutage echt eine Scheibe abschneiden. Also, egal wie sportlich du bist, Aloy ist sportlicher. Dementsprechend. Aber was ist hier zum Henker passiert? Ist mal ernsthaft. Also, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das einfach so aus dem heiterem Himmel passiert, sowas. Also, irgendwas muss ja hier. Nur ein paar Griffe. Irgendwie muss ja hier was massivst
schiefgelaufen sein. Das frage ich mich persönlich auch, Aloy. Gesicherte 3 Zettabyte Datenspeicher, noch 6% Akkuleistung, okay. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. So. Ach ja. Eine Datei wurde wiederhergestellt, ja, dann. Lass uns doch mal gucken. Aufzeichnung 31. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen ich reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Ja. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel ist... Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation. Sich selbst. Schaust du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell, wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter, aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier. Richtig. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmelis. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst... Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz. Du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Geht doch. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest.
Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Ei. War an ihrer Lösung so furchtbar? Ja. Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Gute Frage, nächste Frage, Aloy. Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Du bist unerträglich, weißt du das? Machen wir weiter. Elisabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Jo. Wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und jawohl. Und hast du hoffentlich bessere Manieren. Sehr schön, da haben wir auf jeden Fall... Ja, runter bitte. Erstmal wieder, Immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Das ist richtig. Jetzt zum US-Roboter-Kommando. Auch richtig. Aber jetzt haben wir erstmal, wenn ich jetzt nicht wieder zu blöd bin, Fähigkeitspunkt. Stimmt, wir müssen noch ein Level abmachen, dann können wir nämlich dann drei Bolzen schießen. Stop. So, und dann geht's für uns ab nach unten. Zap. Ping-Pong. So. Aber, meine lieben Freunde, ich hätte ja gerne gesagt, wir porten uns raus, aber irgendwie wird das nichts. Das heißt, wir müssen leider Gottes einmal hier so rauswatscheln. Ich hätte euch gerne den Rest erspart, aber hey. So.
Ja, immerhin. Zap. Wupp. Miau. Tut, tut. Ich würde gerne raus. Oh ja. Ich würde gerne raus. Oh ja. Der schnellste Weg nach unten. Richtig. Der schnellste Weg nach unten ist einfach springen, du. Einfach die Beine in die Hand und springen. Ah, zap. Oh. Nimm die Beine in die Hand und spring. Nimm die Beine in die Hand und spring. Nimm die Beine in die Hand. Nimm die Beine in die Hand. Altes Gefäß haben wir hier noch liegen. Schöpfers Ende. Okay. Aber wir wollen. Ach, du Kogge, du. Dahin müssen wir jetzt. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Ich sage auf jeden Fall mal wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann bei der Quest dann wieder. Ich wünsche euch nur das Gute und Beste. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Bis demnächst, wenn wir wieder sagen, Let's play Horizon Zero Dawn. Und mit mir, eurem Seat. Bis demnächst.